Der Friede des Herrn, er sei mit uns allen. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind, dass wir miteinander verbunden sind. Liebe Schwestern und Brüder, wir feiern in diesem Jahr den 200. Geburtstag der Evangelischen Landeskirche in Baden. Vor 200 Jahren gab es auf dem Gebiet des damaligen Großherzogtums Baden noch zwei getrennte und völlig unterschiedliche evangelische Kirchen. 1821 schlossen sich Lutheraner und Reformierte zu einer vereinigten evangelisch-protestantischen Kirche im Großherzogtum Baden zusammen. Und das mit lückenlosem Konsens in den Fragen des Bekenntnisses, des Kultus, der kirchenrechtlichen Rahmenbedingungen und der Finanzen. Das alles, das hat noch Folgen für unsere Kirche heute. Und ich denke, auch heute können wir noch viel von den Menschen damals lernen. Mehr dazu in diesem Gottesdienst. Lassen Sie sich überraschen. Ich möchte Sie einladen, mit mir zu beten, mit Worten aus der Bibel, Worte aus Psalm 133. Siehe, wie fein und lieblich ist's, wenn Geschwister einträchtig beieinander wohnen. Es ist wie das feine Salböl auf dem Haupte Aarons, das herabfließt in seinen Bart, das herabfließt zum Saum seines Kleides, wie der Tau, der vom Hermon herabfällt auf die Berge Zions. Denn dort verheißt der Herr den Segen und Leben bis in Ewigkeit. Herr, hab Dank, dass wir in der Gemeinschaft deiner Kirche immer wieder dieses Leben aus deinem Segen und unter deinem Segen feiern können. Amen. Ich möchte Sie nun ein wenig mit hineinnehmen in die Geschichte der Menschen vor 200 Jahren, in unsere Unionsgeschichte. Wir befinden uns am Ende der sogenannten napoleonischen Befreiungskriege, unter deren Folgen immer noch unzählige Menschen in ganz Europa litten. Wenngleich man auch sagen muss, dass die Größe des damaligen Großherzogtums Baden und damit auch die heutige Größe Badens und unserer Landeskirche auch auf diesen Napoleon zurückgingen. Frauen hatten damals in Politik und Kirche praktisch keine Entscheidungsgewalt. Umso wichtiger ist es, dass heute Pfarrerin Andrea Freisen Teile der Unionsgeschichte für uns lesen wird. Das Jahr 1816 galt nach dem Ausbruch des indonesischen Vulkans Tambora und den Auswirkungen seiner Aschewolke auf der Nordhalbkugel als das Jahr ohne Sommer. Alles, was die Lage und die Stimmung zum Besseren wenden konnte, war willkommen. Zum Beispiel auch die Vereinigung der beiden evangelischen Landeskirchen in Baden. Bereits 1807 fand als erster Schritt eine Union von oben statt. Der Großherzog höchstpersönlich veranlasste die Bildung eines gemeinsamen lutherischen und reformierten Oberkirchenrats in Karlsruhe. Also eine Art Verwaltungsunion. Aber es gab auch die Bewegung von unten.
Im Großherzogtum Baden übernahm das aufgeklärte Bürgertum in der badischen Kurpfalz, vor allem in Mannheim und Heidelberg, die Initiative und veranstaltete eine Unterschriftenaktion. Die Mitglieder der hiesigen lutherischen und reformierten Kirche äußern hiermit ihren ernstlichen und feierlichsten Wunsch, dass die bisherigen Unterscheidungszeichen der beiden Kirchen in Glaubensangelegenheiten aufhören. Nicht alle Pfarrer fanden das damals passend. Es braucht aber auch Menschen, die dann das Ganze weiter vorantreiben. Im Karlsruher Oberkirchenrat arbeiten aufgeschlossene Männer zusammen. Unser erster Prälat, Johann Peter Hebel, und seine Kollegen Nikolaus Christian Sander und Johann Ludwig Ewald. Sie haben gemeinsam in umsichtiger Weise diese Kirchenunion vorbereitet. Dann wurden auch die Menschen in den Regionen gehört. Als nächster Schritt wurde das auf diese Weise einvernehmlich gewonnene Ergebnis den Synoden der betroffenen Kirchenbezirke des Badischen Unterlandes vorgelegt. Deren zustimmende Ergebnisse, die mussten dann schließlich von den Pfarrern der Gemeinden im Gottesdienst erläutert werden. Es war also alles bestens vorbereitet, als Großherzog Ludwig I. die erste gemeinsame Generalsynode der beiden immer noch getrennten protestantischen Kirchen in Baden nach Karlsruhe einberief. Ein Jahr später, am Vormittag des 2. Juli 1821, zogen die Delegierten in die Karlsruher Stadtkirche ein. Mit Begleitung der Orgel wurden die beiden ersten Verse des Liedes »O Heiliger Geist« abgesungen, worauf Prälat Hebel vor den Altar trat und in einem Gebete Gott, den Allmächtigen, um seinen Segen und Beistand bei diesem hochwichtigen Werke anflehte. Gnädiger Gott, lass dein Angesicht leuchten, kehr bei uns ein mit dem Geist deiner Kraft. Gnädiger Gott, steck uns an mit der Liebe, die neues Leben schafft. Die schwierigste Frage war damals die Frage des Abendmahls. Gab es doch hier sehr unterschiedliche Verständnisse. Schließlich wurde eine gemeinsame Vereinbarung über das Abendmahl formuliert. Nachdem der Textentwurf dieser Konkordie eingebracht wurde, bemerkte der Präsident der Generalsynode: Es werde nicht der Wille der Synode sein, über eine Sache des Glaubens und Gewissens durch Abstimmung zu entscheiden. Daraufhin gab er noch eine Frist, während der Bedenken geäußert werden konnten. Es trat eine feierliche Stille ein. Nach Verlauf von etwa 5 Minuten stand der Präsident auf. Er glaube zu erkennen, dass allgemeine Einstimmung über den Lehrpunkt stattfinde und hiermit also der Grund der Vereinigung in Gottes Namen gelegt sei. Man sah in den Augen überall Tränen der tiefsten Rührung glänzen. Es war wie das Walten des Heiligen Geistes über der Versammlung. Die Ergebnisse der Synode wurden in der sogenannten Unionsurkunde zusammengefasst. Sie schließt mit bemerkenswerten Worten: Solcherweise einig in sich selbst und mit allen Christen in der Welt befreundet, erfreut sich die evangelisch-protestantische Christenheit im Großherzogtum Baden der Glaubens- und Gewissensfreiheit, nach welcher die großen Vorfahren strebten und worin sie sich entzweiten. Die Eifersucht, womit sie und ihre Nachkommen sich einander gegenüberstanden, ist erloschen. Die Ängstlichkeit, mit der sie ihre Unterscheidungslehren bewachten,
verschwunden. Die Freiheit des Glaubens ist erreicht und mit ihr die Freiheit im Glauben und die durch kein Misstrauen fortan zu störende Freudigkeit in einem gottgefälligen Leben. Gnädiger Gott, lass dein Angesicht leuchten, kehr bei uns ein mit dem Geist deiner Kraft. Gnädiger Gott, schenk uns an mit der Liebe, die neues Leben schafft. Liebe Schwestern und Brüder, wir feiern den 200-jährigen Geburtstag der Badischen Landeskirche. Eigentlich feiern wir Geburtstag der Kirche an Pfingsten. Der Wochenspruch für Pfingsten steht im Buch des Propheten Sacharja. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Diese Worte verbinde ich mit der Frage, was wir heute noch von unseren Geschwistern vor 200 Jahren lernen können. Die Union hatte gewiss einen deutlichen Anstoß von oben, vom Großherzog höchstpersönlich. Aber es mussten dann schon eine Menge günstiger Umstände zusammenkommen, damit es gelingt, dass getrennte Kirchen zueinander finden. Das Resümee eines Zeitgenossen über die erfolgreiche Generalsynode bringt es auf den Punkt. Es war wie das Walten des Heiligen Geistes über der Versammlung. Natürlich fällt es leicht, wenn eine Anstrengung erfolgreich verlaufen ist, dafür den Geist Gottes in Anspruch zu nehmen. Ich möchte jedoch einige Erfolgsfaktoren nennen, die ich gerade auch für unser heutiges Kirche und Christsein für wichtig halte. Was der Heilige Geist daraus macht, das liegt nicht in unserer Hand. Am Ende gehe ich dann noch auf aktuelle Fragen ein, bei denen wir mit Gottes Hilfe weiterkommen wollen und auch sollen. Für mich gibt es nicht den einen entscheidenden Erfolgsfaktor. Ich werde jeweils Paare beschreiben. Bei einem Paar, da kann der Zeiger mal auf die eine und mal auf die andere Seite ausschlagen. Im Leben gelingt uns auch nicht immer alles völlig ausgewogen. Was lerne ich von unseren Unionsvorfahren? Sehnsucht und Entschlossenheit. Gegenseitiges Vertrauen und Gottvertrauen. Wille zum Miteinander und Geduld. Der Geist Gottes weht, wo er will, wann er sich wie ereignet. Das liegt nicht an uns. Die Menschen damals, sie trugen eine tiefe Sehnsucht nach Einheit und Miteinander in ihren Herzen. Viele fanden es schwer erträglich, dass es an einem Ort zwei verschiedene evangelische Gemeinden gab. Vielleicht wollte man aber auch einfach mal wieder eine gute Nachricht im Land hören. Vielleicht wollte der Großherzog einfach auch nur mit weniger unterschiedlichen Kirchen zu tun haben. Auch die Motive für die Sehnsucht können unterschiedlich sein. Aber die Sehnsucht ist und bleibt der Motor für Veränderung. Doch wenn die Sehnsucht, wenn ihr keine Taten folgen, dann bleibt sie in unseren Herzen verschlossen. Der Glaube an den Geist Gottes lässt uns unseren Willen nicht mit Macht oder Kraft durchsetzen, die wie ein gewaltiges Heer andere niederwalzen.
Der Glaube an Gottes Geist hält die Sehnsucht nach Veränderung wach. Zugleich befähigt er uns, mit unseren Fähigkeiten an dem Platz, an dem wir sind, nach Möglichkeiten dafür zu suchen, dass die Sehnsüchte wahr werden können. Der Großherzog, er nutzte sein Amt als Oberhaupt der Kirche, um eine sogenannte Verwaltungsunion einzurichten. Ein erster Schritt war getan. Die Kurpfälzer Bürgerinnen und Bürger sammelten Unterschriften als Zeichen und Zustimmung, dass sie in Glaubensangelegenheiten nicht mehr getrennt sein wollten. Und dazu hat es dann auch noch im Oberkirchenrat entschlossener Männer bedurft, um diese Union voranzutreiben. Aus unterschiedlichen Kirchen kommend, haben sie vertrauensvoll am gemeinsamen Ziel gearbeitet. Einer von ihnen, Prälat Johann Peter Hebel, hat zu Beginn der entscheidenden Generalsynode Gott um seinen Beistand gebeten. Wenn wir etwas Großes vorhaben, dann müssen wir uns auf andere Menschen und vor allem auf Gott verlassen können, ohne dabei zu wissen, wie es ausgehen wird. Vertrauen ist immer auch mit Risiko, aber eben auch mit Mut und Zuversicht verbunden. Der Weg zur Union hat damals mehr als 14 Jahre gedauert. Es braucht einen starken Willen zum Miteinander und sicher auch eine gewisse Frustrationstoleranz, um einen solchen Weg zu gehen. Sehnsucht und Entschlossenheit, gegenseitiges Vertrauen und Gottvertrauen, Wille zum Miteinander und Geduld. Das alles, das nehme ich gerne mit von unseren Unionsgeschwistern vor 200 Jahren. Wenn wir uns heute, 2021, nach einem gemeinsamen offiziellen Abendmahl mit Katholiken und Protestanten sehnen. Ich nehme das mit, wenn wir uns heute fragen, wie unsere Kirche 2030 aussehen wird. Wir stehen vor schweren Entscheidungen, aber wir haben auch einen großen Schatz zu bergen. Ich nehme die Gedanken und den Glauben unserer Vorfahren mit, wenn wir gerade in diesen Zeiten fragen, wie Gemeinschaft und Miteinander gelingen oder wieder gelingen. Als Glaubender weiß ich Gott in all diesen Spannungen an meiner Seite. Seine Geschichte mit den Menschen lässt mich voll Vertrauen in die unbekannte Zukunft blicken, denn es wird durch seinen Geist geschehen. Amen.
Ich lade Sie ein, gemeinsam mit uns zu beten. Barmherziger Gott, du hast uns in der Taufe als deine Kinder sichtbar angenommen. In Christus sind wir verbunden als deine weltweite Kirche. In seinem Namen sendest du uns in die Welt. Wir danken dir für deine Güte und bitten dich für deine weltweite Kirche. Vergib uns Kleinmut und Mangel an Vertrauen. Erneuere in uns Glaube, Liebe und Hoffnung. Barmherziger Gott, du hast vor 200 Jahren den lutherischen und reformierten Christinnen und Christen in Baden den Mut geschenkt, konfessionelle Grenzen zu überwinden, einander zu vertrauen und sich in einer Kirchenunion zu verbinden. Wir danken dir für deine Güte und bitten dich für unsere Landeskirche und ihre Gemeinden. Schenke auch uns den Mut, einander zu vertrauen, über Grenzen der Frömmigkeitstraditionen und der Lebenswelten hinweg, damit wir auch heute als Zeuginnen und Zeugen deiner Güte Kirche sein können. Barmherziger Gott, du hast unserer Kirche den Weg gewiesen, uns mit anderen Kirchen in Freundschaft und Partnerschaft zu verbinden. In unseren Städten und Dörfern leben wir Seite an Seite mit den Gemeinden unserer katholischen Schwesterkirche, mit freikirchlichen und vielen anderen Gemeinden. Viele Gemeinden pflegen Freundschaften und Partnerschaften mit Gemeinden im Osten Deutschlands, in unserer Partnerkirche im Elsass und mit unseren Partnerkirchen weltweit. Wir danken dir für dieses Netzwerk der Freundschaft und bitten dich, lass uns aufeinander hören und voneinander lernen. Lehre uns, gemeinsam die Stimme zu erheben zu deinem Lob für die Würde aller Menschen und den Schutz der Schwachen. Barmherziger Gott, vor unserer Kirche liegen Gelegenheiten des Gedenkens und Feierns, aber auch schwierige Entscheidungen und neue Wege. Wir danken dir für alle, die dieses Jubiläum mit uns teilen und bitten dich um Weisheit und Mut für den Weg in die Zukunft. Und alles, was wir heute ganz persönlich auf dem Herzen haben, nehmen wir hinein in das Gebet unseres Herrn Jesus Christus. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gemeinsam mit allen Christen in der Welt befreundet, bitten wir um Gottes Segen. Que la grâce de Dieu soit sur toi, pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix, dans la joie, dans l'amour. May God's blessings surround you each day, as you trust him and walk in his way. May his presence within guard and keep you from sin. Go in peace, go in joy, go in love. Gottes Segen behüte dich nun. Gottes Frieden in all deinem Tun, geh gesegnet, gestärkt, getröstet und geliebt in der Freude, die Gott dir heute gibt. Amen. Der Herr segne dich, behüte dich, lasse sein Angesicht leuchten über dir und der Herr sei dir gnädig. Erhebe sein Angesicht über dich und erfülle dein Herz mit seinem Licht. Tiefer Friede begleite dich. Ob du ausgehst oder heimkommst, ob du wach bist,
lasse sein Angesicht leuchten über dir, und der Herr sei dir gnädig. Erhebe sein Angesicht über dich und erfülle dein Herz mit seinem Licht, tiefer Frieden begleite dich.